3. Er ist... Oh mein Gott. ...der größte Filmstar Deutschlands. Marvelous Marvin Borsch is in the house. Was ist da los bei Ihnen und der Liebe? Ich hab keinen Bock auf die nächste sinnlose Affäre. Die haben mich nackt tot aus mir gemacht. Ich muss aufhören, dich so fertig zu machen. Wenn ich nicht wüsste, dass nur Deutsche das kriegen, würde ich sagen, du kriegst sonst Depressionen. Sie ist... ...der persönliche Lowpoint im Leben eines Mannes. Ich habe nämlich sowieso überhaupt keine Lust mehr anderen Menschen, Männern, die ein gesamtes Hochschulstudium geschafft haben, erklären zu müssen, wie die Klitoris funktioniert. Das ist doch dieser Filmfuzzi, dieser Liebesdings. Oh Gott, der hat die ganze Flasche ausgetrunken. Na, Fremder, hast dich in der Muschi geirrt? Das ist wieder einer von deinen verrückten Ex-Freunden. Männer haben alle so ähnliche Gesichter. Guck mal, der guckt sich selbst beim Kotzen zu. Du musst jetzt 3 oder 4 Tage untertauchen. Hallo, die haben sich als Tampons verkleidet und führen irgendwelche Fruchtbarkeitstänze auf. Wer weiß, was die nachts mit mir anstellen. Du siehst ja toll aus. Ich weiß, ich bin eine Klitoris. Sag mal, hast du den gestern gebumst? Ja, aber nur so aus Langeweile, es war super öde. Sag mir, wie die Kotze aussieht. Wie schmeckt sie? Ich soll probieren? Ich habe damals die gesamte Kotze von Oasis durchprobiert. Danach hatte ich den Rausch meines Lebens. Die schockierende Wahrheit über Marvin Bosch. Weißt du euch, wie das ist, wenn jeder Furz permanent vor dem ganzen Land ausgebreitet wird? Nichts, was in meinem Leben passiert, gehört mir. Nicht an meinen Schwanz. Lass mal dich einmal kurz mit den Feministen alleine. Feministinnen. Erinnerst du dich an diese Typen mit der Obstduft-Werbung? Im Prinzip schreist du einfach, ich fühle mich fruchtigalaktisch. Ich fühle mich fruchtigalaktisch. Fruchtigalaktisch. Jetzt hatte ich's aber. Du bist der geborene Max Mustermann aus Musterhausen. In meinem Fall ist Max Mustermann eine 100%ige Steigerung. Früher war ich immer nur der asoziale Türke. Keine Sorge, ich will keinen Sex. Ich finde dich überhaupt nicht attraktiv. Danke.